Willkommen, Freunde, zurück bei GTA 5. So, wir müssen jetzt dieses Auto hier verstecken und sollen dann Michael anrufen. Ist die Frage, wo verstecken wir das gute Ding? Mal gucken, ob wir hier irgendwo einen schönen Platz finden, wo wir das Auto abstellen können. Leute, wir müssen noch ein Fluchtfahrzeug. Ja, bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei. Alter, die Option Auto speichern ist mal wieder raus, okay. Ich verstehe es nicht, ich habe gerade nochmal in den Optionen nachgeguckt. Das Radio fürs Auto ist eigentlich aus. Aber jedes Mal, wenn ich in ein Auto einsteige, ist das Radio wieder an. Das kann es ja eigentlich auch nicht sein, oder? Wo stelle ich das Auto denn mal hin? Hier ist noch nicht viel los. So. Wir müssen noch ein Fluchtfahrzeug bereitstellen. Finde eins, bringe es an ein abgelegenes Örtchen. Dann ruf die anderen an und sag Bescheid, wo sie. It's Trevor. Remember me? Want to spend some quality time with you. Dude, I'm as needy as the next guy, but we just said goodbye. Okay, well, I guess I'll just slash my wrists then. Und wenn ich immer zu gut. Das heißt also, ich kann das Auto hier auch wieder nicht. Nee. Gut, hier geht's auch nicht. Schade. Wäre doch eigentlich ein unauffälliger Ort. Komm, geh ein bisschen schneller, danke. Wo stehe ich denn dieses blöde Auto jetzt hin? Gibt's doch gar nicht. Guck mal. Nein, hier dann erst recht nicht. Ich muss das Auto irgendwo verstecken. Irgendwo muss ich das Auto. Ja, wie man hier gerade die Karte kurz gesehen hat. Ich könnte hier den Feldweg reinfahren. Genau, stellt hier oben einen Staudamm. Aha, dieser Ort eignet sich perfekt. Gut. Stelle ich das Auto jetzt hier hin? Und jetzt rufe ich Michael an. Durchpunkt.
We have a getaway vehicle ready and waiting. Good work, T. Where'd you put it? Landak Dam. An den Staudamm. Alter, tu das Gewehr weg, Junge. Bestanden. Jo, perfekt. Haben wir es auch geschafft. Jetzt sind wir allerdings ziemlich weit weg. Okay, da haben wir. Warte mal, lass mal ganz kurz was gucken. Jetzt haben die. Dann macht Franklin jetzt mal weiter. Er kann ja auch mal was tun. Wo ist er denn zu Hause, okay? Ja, das kann jeder machen, dachte ich mir. Muss er nicht als Trevor alleine machen. So, und du? Was, ich fährst jetzt einfach mal hier hin. Alter, das ist zum... Ey. Das mit dem Radio ist irgendwie blöd. Egal, das wird schon. Ups, das wird schon gehen. Hoffe ich mal. Oh. Der Bordstein. Die Bordsteinkante war höher als gedacht. So. Wir könnten ja auch mal ein Rennen fahren. Fahren wir mal im Rennen? Oder. Komm, wir fahren mal im Rennen. Drücke E um Straßen und Teilnahme kostet. Jo. Noch mal. Einmal ganz kurz das Mikrofon ein bisschen nach unten. So. Kann ich besser sehen. 3, 2, 1, los. Alter, was haben die denn für Karren? Das ist jetzt unfair. Das ist ja richtig fies. Egal, kriegen wir trotzdem. Und tschüss. So wird's gemacht. Ein bisschen unfair, aber macht doch nichts. Ja. Danke. Boah, Alter. Das ist aber auch wieder eine Straße, die ihr euch hier ausgesucht habt. Junge, Junge, Junge. Unglaublich. Aber es scheint diesmal keine Runden zu sein, sondern eine Attacke. Weil wir haben keine Runden. Wir haben hier keine Rundenangabe. Oh, Alter. Läuft doch gut. Wenn wir die einmal alle aus dem Weg geschoben haben. Da kam ein Motorradgang. Boah. Darf ich mal? Danke. Mal schauen, wie lang das hier ist, Alter. 500 haben wir bezahlt. Komm, passt. Ja, passt. Perfekt. Schauen, wie viel wir am Ende bekommen.
Alter. Wenn ich jetzt zu lange geradeaus gehe, könnten wir ein Problem kriegen. Bei den Kurven sind wir, glaube ich, im Vorteil, aber auf gerader Strecke. Hoppala. Auf gerader Strecke wäre ich mir da nicht so sicher. Ja, da sind sie nämlich schon. Sag ich ja. In den Kurven sind wir im Vorteil, da kommen wir besser durch. Aber wenn es zu lange geradeaus geht, haben wir ein Problem. Da haben die nämlich mit ihren schnelleren Autos, da haben die echt die besseren Karten. Oh Gott. Komm mit Gas. Und weiter, 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 weiter. Ja. Davor ist das Ziel perfekt. Perfekt. Hat doch gut geklappt. Keine 4 Minuten gedauert. Ui. Erster Platz. Ja. Nicht ein neuer Versuch. Weiter. Wie viel haben wir bekommen? 500 haben wir gezahlt. 2250 Euro. Geht doch. War doch in Ordnung, hat doch ganz gut funktioniert. Nicht in den Bus. Ups. Oh, Alter. Okay, hier vorne haben wir es. Ach, das ist der Waffenshop. Was soll ich denn kaufen? Was soll ich denn kaufen? Kaufe 3 Overlays. I was wondering if you'd be back in again. Listening to you and those two friends bantering back and forth. It was so cool. It was like I was in a movie or a music video or something. Man, what are you talking about? I love hip-hop. PG Jackson, MC Clip. That ain't real hip-hop. No, of course not. I mean, what would I know? I barely exist outside this store. Ui, wie standen Blaumänner. Okay. Konferenz. Hey y'all, we got ourselves some boiler suits. Gut. Dann machst du jetzt noch das hier. Und Michael macht dann den letzten. Okay. Hui. Ach, Mist. Schade, wenn da kein Auto vorgestanden hätte, hätte das super gepasst. That's dumb luck right there. Ach ja. Mm-mm.
Ah, die Masken. Kaufe 3 Masken. Hallo. Da kommen die, nehmen wir. Die ist gut. Mach mal die 3 Affen. Die und ein Schwein nehmen. So. Ja, 12 ist das Schwein, natürlich. Bestanden. Die Masken. Ich wollte gerade sagen, ruft er nicht an. I handled the mask, man. Don't worry about him. How's 8:30? So, und Michael macht den Rest. Wo ist er? Zu Hause? Hm, ja. Alter. Und entspann dich. Mann, 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 ey. Oh, komm, nehmen wir das Auto. Natürlich. So, ja. So, wir fahren hier unten hin. Dann schauen wir mal. Kann man dir eigentlich das Deck aufmachen? Nein. Aber nicht. Okay. Schauen wir mal, was war da jetzt noch? Ui, und, was wir da jetzt noch besorgen müssen. Mal gucken, ich habe mich verfahren. Ich habe mich verfahren, so ein Mist. Oh, geh jetzt lang. Vor allem könnte man eine Garage kaufen, wenn wir Autos unterstellen. Da. Das war. Na komm, hier passt. Taxi ist bald nur weg. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Meine Güte. Ist ja am Arsch der Welt. Bleibst du auf deiner Seite, Junge? Ist ja am Arsch der Welt hier. Was soll man hier holen?
den Abschlüpfer. Ich soll mein Auto jetzt stehen lassen? Work, you piece of junk! Junge, lass los. So. Nicht sie weg. Hier, uiui. Gut, bringen wir den Abschleppwagen erstmal irgendwo hin. Hm. Was für eine Karre, ey, die Abschlepp... Oh, 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 oh. Ach, passt. Passt. Perfekt. Alles wunderbar. Aus dem Weg da. Mhm. Der Typ hat doch anscheinend nicht die Polizei gerufen. Sehr schön. Hier müssen wir lang. Hier müssen wir lang. Ja. Gibt da aus dem Weg. Jetzt kommen wir. Nun. Einfach alles. Oh. Einfach alles zu Schrott fahren. Aha, hier ist auch der Müllwagen. So. Typ im Anzug hat einen Abschleppwagen geklaut. Bestanden, Abschleppwagen. You ready to do this? Yeah, we got everything we need. No thanks to you. All right, I'll let you know when it's happening. So, wir müssten jetzt hier hin. Da steht Michaels Auto oder was? Warte mal, das will ich mir jetzt mal angucken. Hol unser Auto erstmal zurück. Hoppala, ich glaube, hier bin ich falsch. Ja, was soll's. Alter. Ja, da kommen wir noch drauf vorbei, genau, sehr schön. Ui. Geht ja nicht als Michaels Auto da. Mal schön eine Delle hinten rein. Eieiei. Hm. Oh. Ich glaube,
die Ampel haben wir. Get out the fucking way. Da können wir auf. Okay, wo ist unser Auto? Was kostet das denn? Zwei von unseren Autos wurden geklaut. Das Auto erstmal nach Hause. Bringen wir das Auto erstmal nach Hause. Dann müssen wir, ich glaube, ich werde mit Michael dann auch mal noch eine Garage irgendwo kaufen, damit wir noch irgendwie die Autos da auch noch unterstellen können. So. Zack. So, passt. Das nicht. Alter. Sag ich ja, das nicht. Anyone come back? Nee, wer denn auch? Trottel. Wir sollen schon zu Hause sein, Mann. Du wurdest von allen verlassen. Da hängt ein Zettel im Kühlschrank. Gerade kann ich lesen. Yoga mit. Naja. Na gut. Ich würde mal sagen, das war's für heute. Beim nächsten Mal machen wir dann die Mission. Hier ist keiner, oder? Kann der nicht? So ein großes Haus. Und Michael latscht allein drin rum. Und gut, Freunde, ich würde mal sagen, das war's für heute. Beim nächsten Mal machen wir dann die Mission, die wir da auch haben, die mit dem Haar. Und mal gucken, was dann passiert. Also bis dann und ciao.